Du sagst, jetzt geht's, Schatz. Geht's schon. Ich hoffe, meine Vegeta, ich habe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Schulter-Niederlage. Willkommen, mein Freund. Hallo. Und das Format der gepflegten Eskalation geht auch schon direkt weiter, Freunde. Heute sind wir bei Frank Stäbler. Servus. Und um dich jetzt gebührend vorzustellen, muss ich hier mit dem Zettel mal rauskommen. Ja, so viele Titel kann man sich nicht merken. Und zwar, du hältst den Weltrekord, weil du dreifacher Weltmeister in verschiedenen Klassen bist. Richtig. Drei verschiedene Gewichtsklassen Weltmeister geworden, dann zweimal Europameister, Olympiadritter und 11-mal deutscher Meister. Im Kasten. Holy shit! Gestern, Freunde, war ich noch bei Dennis Kolos, hat mich richtig eskalieren lassen. Man sieht noch schon die Verletzungen, bin komplett am Arsch. Aber du meintest? Ich würde mal sagen, über Strongman-Training auf den Ringer vorbereitet. Und heute werden wir mal wieder einrenken, damit alles wieder geschmeidig läuft, würde ich sagen. Freunde, es wird wild. Dann habe ich mir erstmal wieder den besten Gegner ausgesucht, um mich durch die mich durch die Gegend werfen zu lassen. Ich hätte gedacht, wenn er es macht, macht das richtig. Dann fangen wir oben an, oder? Warum klein anfangen, ne? Dream big. Ja, dream big. Wie immer, Freunde, entscheidet ihr, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Also rein in die Kommentarbox damit. Aber jetzt genug gelabert. Ich würde sagen, wir eskalieren. Es geht los in 3, 2, 1. Let's go. Jo, und Freunde, jetzt geht's los. Also was ist jetzt der Plan, Frank? Warm-up, oder? Warm-up ist wichtig. Wir müssen dich erstmal ein bisschen in Grundstimmung bringen. Ja, ich kann Körper kaum gehen. Und dann fangen wir an. Dann zeige ich dir mal ein paar Basics, was sich so im Ringen verhält, ein paar Hebelgesetze. Perfekt, wie man also den Gegner am besten zu Boden bekommt. Und aushebeln kann. Und dann machen wir ein Match, und oder? Hinten raus machen wir ein kleines Kämpfle, würde ich sagen. Kämpfle steht dann auch noch an. Scheiße, Freunde. Ja, bring mich direkt zur ersten Frage. Was fragen dich die meisten Jugendlichen so, was den Ringer betrifft, den Ringsport? Ja, viele Jugendliche wollen wirklich immer wissen, ja, wer gewinnt denn jetzt, wenn du gegen einen Boxer kämpfen würdest oder gegen einen aus dem MMA oder... Ah, warte mal, das war falsch, nochmal. MMA war nämlich nicht dabei. Taekwondo, Karate, wer würde denn da gewinnen? Sag ich immer ganz einfach. Wenn wir so stehen, dann gewinnt immer der Boxer oder der Kickboxer. Aber wenn wir so stehen, dann gewinnt immer der Ringer. Ja, macht Sinn. Genau, ganz einfach, weil wir sind dann gleich am Körper dran, können ihn heben. Und bei jeder Eskalation, man kennt es ja eigentlich, wenn man sich so... Ja. Du brauchst ja, ist immer also, dieses hier, dieses hier. Ja, also ja. Eigentlich macht das niemals gegen einen Ringer. Gab es da schon mal eine Situation vielleicht, wo du im echten Leben... Ja, gab es da schon mal eine Situation bei dir? Die gab es wirklich, die Provokation gibt es leider öfter, weil es gibt immer solche Halbstarken, gerade wenn man im Club mit Alkohol dann jemand auch stark ist und dann provoziert. Aber wir als Leistungssportler, mein Coach hat mich das früh gelehrt, die Fähigkeiten nur auf der Matte und beim Wettkampf einzusetzen und niemals außerhalb der Trainingshalle. Dafür haben wir auch einen Fair-Play-Code unterschrieben und es ist ganz, ganz wichtig, das nicht nach außen zu machen, weil da würdest du jeden Prozess verlieren. Und was mir jetzt auch schon auffällt, deine Ohren. Ja? Das sind ja, Freunde, jetzt mal ein wichtiger Fact. Muss ich echt sagen, also nicht das hier, Freunde, ist gefährlich, sondern wenn jemand solche Ohren hat, die einfach vom Kämpfen Ohrenschmalz direkt so, vom Kämpfen gezeichnet sind, stimmt's? Absolut. Ich sage immer, das ist gerade in Russland, in Ostland ist das die Eintrittskarte an der Türe, weil das ist einfach, man sieht, das ist ein Kampfsportler und da ist ein hohes Ansehen. Und ja, man sollte bei diesen Bereichen immer vorsichtig sein. Ne? Ja. Das sind wie die Zähne vom Krokodil. Ja, ist halt echt so, Freunde. Also wirklich ein Insider-Effekt. Das ist mir auch schon aufgefallen. MMA-Fighter, Boxer, Ringer, alle haben solche Ohren. Warum eigentlich? Das sind die Blumenkohlohren. Man spricht von einem Knorpelbruch. Deswegen, wenn man kämpft und ich den Schwitzkasten zähle und du kriegst ab und zu einen Schlag drauf, dann bricht der Knorpel vom Ohr. Es läuft Blut rein, du kriegst einen Bluterguss. Ist an sich nicht schlimm. Problem ist, man hat keine Pause. Man trainiert am nächsten Tag weiter und weiter und kriegt noch einen Schlag drauf und noch einen Schlag. Und irgendwann verhärtet das. Und das gibt dann die sogenannten Blumenkohlohren. Interessant. Heute lernen wir einiges dazu, Freunde. Also nicht auf der Straße mit jemandem anlegen, der solche Ohren hat. Das haben wir schon Regel Nummer eins. Nicht zu nahe kommen, wenn ihr gegen Ringer kämpfen wollt. Nummer zwei. Und jetzt warm-up, oder? Attacke. Passt. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my... Wie oft trainierst denn du? Meine alten Zeiten 10 bis 12 Mal die Woche. Ich höre ja schon, du warst im Ruhestand, habe noch eine letzte Schlacht von mir. Deswegen jetzt... Nicht mehr so viel. Immer Ringen oder auch Ausdauer oder Krafttraining. Ringen ist sehr komplex. Wir sagen, Ringer sind die Allrounder, weil wir in allen Bereichen gut sein müssen. Angefangen von Krafttraining, Kraftausdauer, Maximalkraftwerte, Kondition, Koordination. Also auch Ringer, Bodybuilding-Training, oder? Auch, ja. Haben wir eine neue Spezies entdeckt? Und drauf! Ja! Jetzt kriegst du die Motivation. Er lernt schnell, der Mann. Etwas Ringerspezifisches. Gut für die Halswirbel. Setz deinen Kopf auf. Okay.
Sind wir jetzt bei den Turnen oder sind wir jetzt beim Ringen? Turnen hat viele Schnittstellen. Zum Ringen und andersrum auch. Gymnastik ist immer dabei, Beweglichkeit. Ich hab das Beste. Oh Gott! Ja! Oh. Ich hab gesagt, der Rücken ist gleich wieder eingerenkt. Das war jetzt die Einrenkung. Er hat noch Spaß, sehr gut. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man. Ja, koordinativ der Mann. Und ein fließender Wechsel. Jawohl. Die Motivation, Freunde. Ich fühl's. Es kommt. Wir sind beide auf einem Level. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life. Bist du wirklich? Ja, ich seh schon. Wir werden guten Ring aus dem. Das sind nicht die spektakulären Aufnahmen, die schneiden wir vielleicht, aber es ist wichtig mit deinem Rücken. Na, die laden wir woanders hoch. Und gibt es Fähigkeiten, Frank, die einen guten Ringer ausmachen? Oder was sind so die genetischen Vorteile, wenn man ringen möchte, wenn man da ganz oben an der Spitze mitmachen möchte? Also, ich lebe nach dem Motto, dass Talent in unserer heutigen Gesellschaft komplett überbewertet ist. Ja. Ich war und bin kein großes Talent. Ich habe langsam gelernt, habe mir immer schwer getan. Aber ich hatte eine Fähigkeit, vielleicht ein Talent von Willenskraft und Durchhaltevermögen. Und jeder kann Ringer werden, weil es gibt 10 verschiedene Gewichtsklassen. Egal ob du leicht, klein, groß, dick, schwer bist, dann findet man die richtige Gewichtsklasse und dann fängt man an zu trainieren. Und dann eignet man sich die Techniken, das Physische vom Körperlichen an und die mentale Stärke. Und dann kann es jeder auch schaffen. Also es gibt nicht, wo du sagst, okay, nee, das passt nicht, das ist zu groß, zu klein. Das gibt's nicht, ja? Also Hard Work beats Talent. 100%. Sehe ich genau. Jetzt ist es raus. Wo man noch wer. Lauf wieder mit. Steig rüber. Scheiße. Komm. Hallo. Das war Kamasutra. Wir fangen mal an. Die Basics. Ganz wichtig. Fair Play. Man gibt sich immer die Hand und sagt Servus. Jetzt gucken wir mal, ob du ein bisschen Körpergefühl hast, ja? Wir fangen einfach mal ein bisschen an. Meine Finger hat sich eben gedacht. Boah, der Mann hat einen Tonus. Der leicht von vorne weg, ganz kurz erklärt. Im Ringen gibt es 2 verschiedene Stilarten. Griechisch-Römisch und Freistil. Freistil darfst du den ganzen Körper angreifen. Sprich, ich darf auch deine Beine angreifen. Ich persönlich bin Spezialist im griechisch-römischen Ringen. Zum alten Griechenland. Das bedeutet von der Gürtellinie aufwärts, ohne Beinarbeit. Okay. Deswegen musst du auf deine Beine eigentlich fast keine Rücksicht nehmen. Ja, passt. Konzentrier dich oben, musst nur die Hälfte denken. Und das ist super. Erste Übung, Gegendruck kennenlernen. Richtig. Und dann geht's los. Dann schiebe ich mal. Versuch ihn wegzuschieben. Keine Rückenlage. Sehr gut. Zu viel Druck. Da fällt er rum. Was da liegt er. Was macht denn der? Und da bin ich drüben. Da haben wir gleich gesehen, die wichtigste Regel, wenn man unkontrolliert Druck gibt, und einer das spürt und den Druck rausnimmt, dann stürzt man. Deswegen muss man immer kontrolliert Druck geben. Das ist schwierig, weil du willst halt einfach mit voller Power dagegen schieben, weißt aber nie, wann kommt der Moment, wenn sich plötzlich wegdreht und du dann rausfliegst. Ja. Wie du sagst, kontrolliert Druck geben. Zweiter Tipp, den Schwerpunkt des Gegenübers herausfinden. Wo ist die Schwerpunktmitte beim Menschen, wo steht? Ich würde sagen, im Chor. Fast. Kann sagen, unterm hier, zwischen der Brust. Am Solarplexus ist die perfekte Gegend, wo du ausgeglichen bist. Das ist der Schwerpunkt. Und jetzt gehen wir erstmal weiter runter, dass ich unter seinem Schwerpunkt bin. Und wenn ich jetzt so bist, dann kannst du mich nicht dagegen halten. Wenn ich zum Beispiel bin, du so, kann ich dich kaum wegschieben. Spürst du das? Ja. Sobald ich ein bisschen runtergehe, halt dagegen, gar kein Problem. Sogar ohne Arme, versuch mich ohne Arme dann wegzuschieben. Scheiße, geht nichts. Sobald ich hier oben bin, keine Chance. Deswegen ist der Kampf um den Schwerpunkt. Fängt schon an. Der Gegner will es natürlich auch. Deswegen ringen wir jetzt mal beide. Und kämpfen. Und ja, jetzt schau mal, beim Tiefer. Jetzt ist es schwieriger. Wenn du zu tief bist, besser. Scheiße. Deswegen. Kontrolliert zurück. Ist cool, das ist immer schon wieder beim Thema Kontrolle. Durchgehend mit Köpfchen arbeiten. Ringen ist wie ein Pokerspiel. Du musst die ganze Zeit mitdenken. Wenn du die Kontrolle verlierst, weil du zu kaputt bist. Oder zu reinsteigerst, weil du bist unbedingt tiefer. Und das Schlimme ist gleich nachher noch, wenn du viel Druck bringst, fliegst du auch in Griffe. Nummer 3, Hebelgesetze. Wenn einer den Druck nur rausnimmt, bedeutet, du rennst jetzt zum Beispiel nur weg und nach hinten. Dann kann ich dich, also du nimmst wirklich Druck raus und gehst weg, dann kann ich dich gar nicht werfen. Wenn du aber Druck bringst und du wirfst, dann kann ich aus Kreuz legen.
Nein, keine Weiche. Alles gut, alles gut. Macht nur Spaß. So schnell ist es dann. Da regelt es gar Körperverletzungsklagen, ja. Stimmt, ich kann die gar nicht unterschreiben lassen. Fällt mir gerade noch ein. Nummer 3, das, was im Ring am meisten Spaß macht, den Gegner auszuhebeln. Aus seinem Schwerpunkt zu bringen, aus seiner eigenen Achse und zum Hinfallen zu bringen. Ja? Und da fangen wir mal mit einem Basic-Trick an, nennt sich ein Armzug, der Schulterschwung. Und der funktioniert so. Thema da, stelle den Arm hier sowieso. Ja, ja. Beste Hebel hast du hinten am Ellenbogen. Wenn ich dich hier hebe, ja? Jetzt muss ich mit meiner Schulter, rutsche ich unter dir durch. Nummer 2, dass meine Schulter unter deiner Achsel ist. Wenn ich jetzt meinen anderen Fuß dazu nehme, kann ich dich sauber machen. Und das kriegst du auch gleich hin. Schon. Den ich alle sehen. So dynamisch bin ich noch selten in meinem Leben herumgeworfen worden. Nummer 1, hier ist den besten Punkt, ja? Ja. Jetzt muss der Arm unter meine Schulter. Wir machen alles langsam. Ja, dann nehme ich den unter Rücken an Rücken. Und wenn du jetzt auf die Knie gehst, ziehst du an meinem Arm. Ihr habt die Knie, ihr habt die Knie. Dann direkt auf die Knie. Du ziehst dann. Ja. Ah, okay. Okay. Also lass mich richtig hinfallen. Ja, da kannst du richtig runtergehen. Nochmal. Ja, Ja! Das ist Griff Nummer 1, den Schulterschwung beherrscht euch an. Mal kurz was trinken? Trinkpause? Ja, bitte. Trinkpause. Danke, danke, Chef. Trinkpause. Ja, ist fertig. Griff Nummer 2, der Hüftschwung. Ganz wichtig, den zeige ich dir jetzt. Mit Druck, Gegendruck verhalten. Beziehen wir das gleich ein, weil das ist ganz, ganz wichtig. Nummer 1, du bist im Gegner drin, ja? Und jetzt bringe ich Gegendruck. Und irgendwann, du willst dich ja nicht rausschieben lassen, bringst du auch. Genau, du musst dagegen drücken. Und jetzt nehme ich das in Zeitlupe, gesagt, deinen Druck an. Komm mal, du kommst und ich drehe mich dann bei dir ein. Ja? Das ist diese Zeitlupe-Version. Man baut Druck auf, es kommt Gegendruck und man hebelt einen aus. Schnell sieht es dann so aus. Man ist drin, du machst. Boah, das sind Gehkräfte im Spiel. Oh. Aber der war nicht rund genug. Ich muss ihn aufrecken. Der Gegner aufrecken. Er muss kommen, irgendwo. Er muss herkommen. Der war schön. Rein. Der war stark. Druck bringen. Bring auf. Gegendruck. Wir machen jetzt hier. Jetzt will er kaum wegziehen. Der Mann lernt schnell. Dritter Griff. Nämlich, machen wir noch den Kopfhüftschwung. Wie? Den Kopfhüftschwung. Den lassen wir. Zeit, dass dieser Stepper drin. Schöne Schädel. Die Hand ist nämlich jetzt nicht unten drin, sondern wir legen die oben auf. Okay. Deswegen Druck. Dann kommen wieder Gegendruck in Zeitlupe. Bein kommt an. Ich schnapp mir deinen Kopf und zieh sauber hier rein. Oh. Haben wir einen kleinen Schwitzkasten. Boah. Also gleich drauf, jetzt mach mal den Schwitzkasten. Jetzt bring ihn durch. Bring ihn durch. Hey Freunde, ich hasse euch immer für eure scheiß Videoideen. Spaß, eigentlich liebe ich es. Ey, es macht so viel Spaß. Es ist mega. Man lernt schnell seine Grenzen kennen. Man lernt seine Grenzen kennen, es ist der ganze Körper gefordert. Hier kann man auch ein bisschen, man lernt halt so dieses Momentum. Beim Fitnesssport ist halt oft so, wie soll ich sagen, eintönige Bewegungen. Und hier mit so dynamischen Sportarten, ja, das bringt es auch im Alltag. Weil im Alltag hebst du auch nichts so auf, sondern nimmst den ganzen Körper oder wirfst die, ja. Flexibilität, du musst dich auf jede Situation, die sich jede Sekunde verändern kann, wie im Leben, einstellen, den Plan ändern und annehmen. Und dann weitermachen. Deswegen. Wenn wir schon beim Thema sind, ja. Hast du so viele Wettkämpfe gewonnen, also du bist jetzt Multimillionär oder wie sieht das aus? Was sieht es aus mit dem Preisgeld oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, oder da hätte ich nicht Ringer werden dürfen. Da hätte ich ins Fußball gehen müssen, ins Fußballland Deutschland, da fließen die großen Gelder. Ja. Ich habe leider auch kennenlernen müssen, dass selbst als Weltmeister du nicht reich wirst durchs Ringen. Kannst du aber davon leben, wenn du jetzt nur diesen Sport machen würdest, ohne drumherum, nur durch die Preisgelder? Ich habe nur zweimal in meinem Leben Preisgeld bekommen. Einmal beim Turnier in Dänemark, $400 waren das. Und ein einziges Mal habe ich den Weltcup, den Golden Grand Prix gekämpft. Da habe ich $10.000 bekommen in Aserbaidschan.
das habe ich aber versteuern müssen und deswegen. Es nervt mich einfach so. Gebt diesen Randsportarten doch endlich mal mehr Aufmerksamkeit. Haben sie verdient. Es sind mit Passion dran, mit Leidenschaft dran. Macht unheimlich viel Spaß. Es muss einfach vorne. Gebt mal raus, testet neue Sportarten. Du sprichst mir aus dem Herzen. Es ist halt so. Aber ich habe auch gelernt, alles, was ich heute bin, habe ich dem Ring zu verdanken. Wir haben es nicht für Geld getan. Und deswegen ist man auch frei. Das macht es umso sympathischer. Naja, man musste eine Persönlichkeit entwickeln, es trotzdem zu schaffen, und die hilft mir jetzt das ganze Leben. Deswegen, ich traue nicht nach, sondern das Beste aus jeder Situation machen und folgt eurem Herzen. Oh! Und es muss nicht immer Fußball sein. Boom! 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 Boah, Motivation gibt's da oben drauf. Sehr geil! Geil! Das Video ist jetzt schon mega, Freunde. Lasst auf alle Fälle einen Daumen nach oben da für Frank oder für uns beide, wenn ihr wollt. Ah, echt, ich fühl's einfach extrem. So, und jetzt probier den Griff. Mal Kopf schon machen, ja. Ich mach mal richtig, du bringst los. Es ist das Selbst drin! Es ist das Selbst drin! Ja, bevor jetzt der Kampf beginnt, Bodenkampf noch. Bodenkampf ist noch ganz wichtig, viel spielt sich unten ab. Spezielle Muskulatur haben wir uns angeeignet im Brustkastenbereich. Und da viele andere brechen da schnell die Rippen. Aber das wird dir nicht passieren, weil du bist gut geschützt vom Latissimus. Bleib mal beim einfachen Durchdrehen. Bedeutet, wenn ich dich um deine eigene Achse drehe, gibt es immer zwei Punkte. Bauchlage, und du nimmst die Arme raus und du lässt dich nicht drehen. Ne? Und ich bin oben, meistens ist es Fassad. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so drehe, so, zwei Punkte. Ja? Und das musst du verhindern. Ganz wichtig, deine Ellenbogen, die hinten sind, ist es verletzungsanfällig, weil ich dich hier drauf drehe. Guck mal, ah, ja. Deswegen bleiben die Arme hier vorne. Die Ellenbogen sind am besten oben. Hier hältst du es, ja, hältst es aus, super. Andere Seite. Oh, da ist es schwach. Da kommt er. Pass mal bei mir und dreh mit deiner ganzen Kraft. Rechts, links, hoch und wie du möchtest. Geht's? Fass durch, so stark du kannst. Ja. Gibt's das, Alter? Warte, ich tu mal so Zeitung lesen. Dreh mich einfach. Ich mach ohne Abwehr von der. Du musst mich nur drehen. Komm mal richtig hin. Dann dreh mal jetzt hier. Was machst du denn? Du siehst, allein du kannst dich mit dem Brustkasten, musst du dich nicht. Bist du wahnsinnig? Also ich habe jetzt mit voller Power, Freunde, da zusammengedrückt, aber nichts ist passiert. Ja, fuck. Scheiße. Fels in der Brandung. Wie Fels in der Brandung? Du hast dich so schwer gemacht. Man muss sich schwer machen, man muss den Schwerpunkt runterbekommen. Bedeutet erstmal, deine Beine, die sind gestreckt, aber der Oberschenkel berührt nicht den Boden. Da ist Power drauf jetzt. Schwerpunkt, jetzt hebe ich dich schwer an. Wenn deine Beine unten liegen, gebe ich von oben auch. Genau, und du musst gut atmen. Und ich habe bei dir gar nicht zugedrückt. Wenn ich zudrücken würde, immer stärker werden. Komm, langsam. Und dann kommt es. Dann wäre ich ohnmächtig. Ja, und jetzt mit dem Ellenbogen zieh mal. Ja, jetzt kommt mehr Druck auf. Genau, und jetzt kannst du. Holy shit, Freunde, habt ihr das gesehen? Also einfach mal wieder, statt so drücken, hier mit den Ellbogen zusammen. Bumm, und es funktioniert. Ja. Hey, es ist eine eigene Wissenschaft. Wie eine Wissenschaft? Ich habe mir sogar abgeschaut, wie von einer Schlange, so eine Boa Constrictor, eine Anaconda, wenn die sich zuschnürt und du dann noch auf die Atmung des Untermanns achtest. Du bist doch extrem. Dann warte ich, bis du ausatmest. Und beim Ausatmen gehe ich zu. Und dann hast du ein Riesenproblem. Und dann kannst du. Du Fuchs. Oh, du Anaconda. Ja. Fuchs musste sein, nicht nur ein buschigen Schwanz. Ich muss sagen, sich schwer machen kann übrigens Paulina auch extrem gut. Was? Also. Ja. Kompliment des Tages am Rande. Ich muss das fertig erklären. Wirklich, Paulina hat eine Technik, die ist unglaublich. Das zeige ich euch jetzt vorne. Schatz, sag mal, wie sie du schwer machst. Du musst stehen einfach und hochheben. Einfach hochheben. Okay. Einfach hochheben? Ja, geht leicht, oder? Ja, und jetzt? Ja. Geil. Viel schwerer, oder? Geil. Hebelgesetze. Ja. Da bringt ihr Gleichgewichte durcheinander. Ich habe eine andere Schnittstelle. Die bringt hier Gegendruck. Und schon kann ich die kaum mehr hochheben. Geil, die kann ich nicht mehr. Das ist gut. Wundert euch nicht. Den nächsten Kampf, wo ich bestreite, bin ich ja so an. Ich mache ein Comeback. Also die ganzen Tipps, die sind unnötig. Einfach so fertig. Läuft. Geil, danke schön. Und bei mir? Also normal? Normal. Warte, oh, ja, geht. Okay. Ah. Okay. Ja. Ist so scheiße. Ja. Wir sind nur zwei Finger drauf. Interessant. So wild. Jetzt steht ein Kampf an, Freunde. Wie schauen die Regeln aus?
Also erstmal Kompliment, er will es wirklich wissen, er will es wissen. Ein Ringkampf, 6 Minuten bei einer Differenz von 15-0 international bei 8-0 Punkten ist vorbei oder bei dem Schultersieg. Und da wollen wir mal schauen, ob du dich über die Zeit retten kannst. Oder ich weiß noch, vielleicht. Wie ich das gesehen habe, du bist sportlich, du bist vielseitig gestrickt, du hast eine gewisse Power. Deswegen auf jeden Fall. Die Basis stimmt. Jetzt wollen wir mal aber sein Kämpferherz testen. Sein Kämpferherz wollen wir jetzt testen. Und wir haben gelernt. Bist du bereit? Er hat den Handschlag. Okay. Okay, und los geht's. War das schon viel? Waren 2 Punkte für mich. Ich darf nicht achten. Naja, nimm die Wegrenntaktik, ich seh's da. Scheiße. 4 Punkte. 4 Punkte. Also nur der Punkt jetzt 4 Punkte. Ja, genau, weil es war ein großer Wurf, eine Amplitude. Jetzt geht dann 4 Punkte vom Start zu 6 zu 0. Ja. Bei 15 0 ist Ende. Genau. Nur noch 5 Minuten 50. Ein Champion! Er braucht Pause, glaube ich. Oh, Fazit! Voll. Jetzt sind wir warm, jetzt können wir anfangen. Hat Spaß gemacht, mein Freund. Ja, Kompliment an dich! Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin in 50 Sekunden 60 Mal am Boden gelegen. Frank, vielen herzlichen Dank. Für die, hat Spaß gemacht. Für die. Er will ja gar nicht verstehen. Ach, Scheiße. Keine Chance, Freunde. Nicht mal dann. In diesem Sinne, hart rein. Wir sehen uns. Geil. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Hol Luft. Und wie immer gilt, Freunde, nicht vergessen. Ja, Supplements, gesunde Ernährung, 20.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Ja, die den Fitness-Lifestyle enorm erleichtern. Gerne mit Plus dabei schauen, mit den Kurztaschen ziehen. 10% Rabatt. Natürlich auch viele Gratis-Produkte. Welche das sind, Videobeschreibung auschecken und ihr seid automatisch die Woche bei einem Gewinnspiel auf Instagram mit dabei. Also, jetzt Applaus für euch, Freunde, macht es gut und wenn ihr mehr solche Formate sehen wollt, dann, ja. Warum bist du so kaputt? Ja, scheiß drauf. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Sascha. Peace. Scheiße. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah. Yeah.